Trump, die Zölle und die Fed, das sind die großen Themen heute an den Märkten. Dagegen verpufft der US-Arbeitsmarktbericht fast schon. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, es geht richtig zur Sache. Wir haben seit dem Tag, an dem die Fed so ein bisschen die Märkte enttäuschte, wieder richtig Umsätze. Ich will Ihnen das mal zeigen hier anhand des Spider, des maßgeblichen S&P 500 ETFs. Und hier sehen wir, wir haben lange immer so um die 40, manchmal sogar 33, 44, 71, 51 Millionen Kontrakte im Spider gehandelt. Und plötzlich jetzt seit der Fed 104, dann gestern 100, knapp 42. Und jetzt waren wir schon um 17 Uhr und ein paar zerquetschten Minuten bei über 45 Millionen Kontrakten. Das heißt, wir werden da um und bei mindestens wieder reinkommen, wo wir bei der Fed waren oder vielleicht sogar da, wo wir gestern waren, was die Umsätze betrifft. Wir haben also plötzlich wieder Leben in der Bude. Plötzlich ist es vorbei mit der Complacency, mit der Vertrauensseligkeit. Wird schon alles gut gehen? Was kann denn schief gehen? Die Fed wird in einen Zinssenkungszyklus eintreten und die Chinesen und Amerikaner sprechen wieder, aber die ganze Geschichte ist dann ein bisschen anders gelaufen und jetzt war heute zwischendurch auch mal wieder ein bisschen Hoffnung im Markt nach einem CNBC-Bericht, wonach die Zölle möglicherweise verschoben werden könnten, wenn die Chinesen Zeichen des Entgegenkommens bringen würden. Aber dann Auftritt von Larry Kudlow, eigentlich der Schönredner von Donald Trump, der gesagt hat, nee, also meines Wissens ist das so, dass am 1. September die Zölle kommen und zwar auf Waren, die dann am 1. September ankommen in den USA aus China. Das hat ja meistens, wenn es per Schiff transportiert wird, einen durchaus nicht unerheblichen Vorlauf. Und das Interessante oder das wirklich Gravierende an dieser Geschichte ist, dass wir jetzt mit diesen restlichen oder mit diesen 10% Zöllen auf die restlichen 300 Milliarden an chinesischen Importen wirklich den Konsumenten treffen, denn es geht um Elektronikartikel wie iPhones, es geht um Kleidung, es geht also um Dinge, eine sogenannte Discretionary, wie die Amerikaner dazu sagen, also Dinge, die man zwar nicht täglich kauft, aber die immer wieder eben auch mal gekauft werden, wie eben Smartphones zum Beispiel oder Kleidung. Manch einer kauft sich ja einmal im Jahr eine neue Unterhose. Jedenfalls ist das durchaus ein Thema, was jetzt durchschlagen wird. Und wenn wir sehen, was eigentlich der Nutzen dieser ganzen Geschichte ist, dann ist es damit relativ gering bestellt. Hier sehen wir zum Beispiel den Anteil der Zölle an den Einnahmen der US-Regierung, respektive eben des Staates. Das war mal sehr, sehr hoch noch. Im 19. Jahrhundert gab dann noch mal so einen kleinen Aufblitzer in den 1930er Jahren. Damals ja auch eine Phase mit den Zöllen und seitdem tendiert das gegen Null. Hier sehen wir so einen ganz, ganz kleinen Schlenker nach oben. Das sind die paar Milliarden Dollar, die reinkommen durch diese Zölle oder bisher reingekommen sind. Aber das ist viel weniger als das, was die US-Regierung den US-Landwirten schon hat als Entschädigung ausschütten müssen. Also so richtig rechnet sich das für die Amerikaner nicht. Das kann man nicht wirklich behaupten. Und wenn wir uns hier zum Beispiel die sogenannte Factory Equipment Additions anschauen, das sind also Industriezubehör, Teile etc. etc. Dann sehen wir hier rot China und dunkel die USA. Und da ist es seit dem Beginn der Zölle geht es hier stark bergab mit diesen Factory Equipment Additions. Also das ist ziemlich klar, die Chinesen leiden darunter mehr. Das sieht man in dieser Grafik, aber die Amerikaner eben auch ein bisschen. Das ist sozusagen eine Rechnung, die nur Verlierer kennt. Der eine verliert ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Jedenfalls hat China heute klargemacht, dass man das nicht auf sich sitzen lassen werde. Es wird dann so in einem Artikel hier der Global Times, ähnlich hat sich auch der Chefredakteur Hu Xijin heute geäußert, der Global Times, es wird die USA und China weiter auseinanderbringen. Das macht gar keinen Sinn. Trump glaubt ja, er kann dann die Chinesen unter Druck setzen. Hey, ich drohe mit Zöllen, dann müsst ihr mir entgegenkommen. Das ist diese Pokermentalität, die wird aber wahrscheinlich leider nicht funktionieren. Dann jetzt die Frage, was kommt heute? Ich hatte heute Morgen im Videoausblick noch in jugendlichem Leichtsinn eine falsche Uhrzeit genannt, 17:45. Aber faktisch ist es 19:45 Uhr, wo das Weiße Haus eine Erklärung, respektive Trump eine Erklärung angekündigt hat, zum Handel mit der EU. Kommen da die Autozölle? Das ist die große Frage. Hier zum Beispiel Carl Quintanilla, der CNBC
Moderator auf Mark Knoller sich bezogen, der gesagt hat, Kudlow says President Trump will be announcing a US beef deal with the EU. Also er wird praktisch einen Deal über Rindfleisch mit der EU verkünden. Karl Continella sagt, na, ich weiß nicht, ich halte das eher für einen Scherz, aber wer weiß, bei der Trump-Administration ist alles möglich. Also gibt es da einen Rindfleischdeal oder gibt es Autozölle? Die Differenz ist ja auch nur minimal kaum zu fassen. Schauen wir uns die anderen möglicherweise relevanten Dinge an, die hier der Fall sind. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, die Effekte auf die Verbraucherpreise in den USA bei diesen Zöllen mal thematisiert. Und hier sehen wir, das sind die aktuellen Effekte. Wir haben etwa knapp 0,1% bei den Verbraucherpreisen Steigerung durch die Zölle derzeit. Wenn wir jetzt aber noch weitere Zölle kriegen, nämlich diese 10% auf die 300 Milliarden, dann wären wir schon bei gut 0,3%. Und wenn dann eben die Zölle auf 25% angehoben werden, plus noch dann die Tarife, die Zölle gegen EU-Autos kommen, dann sind wir fast schon bei knapp 0,9% nur durch diese Zölle an Anstiegen der Verbraucherpreise in der Kernrate. Und das ist eine ganze Menge. Was soll die Fed dann tun? Das ist die Frage. Kann sie dann die Zinsen überhaupt senken, wenn die Inflation so massiv ansteigt? Und die Märkte sind inzwischen total überzeugt, dass die Fed die Zinsen schon im September senken wird, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% preisen die Fed Fund Futures hier eine Senkung im September ein und gehen auch weiterhin davon aus, dass dann im Dezember nochmal was passiert. Trump möchte vielleicht einfach durch diese Politik die Fed dazu zwingen, wenn sie nicht so richtig mit dem Zinssenkungszyklus beginnen will, dann werde ich Donald Trump, so denkt er sich vielleicht, die Fed dazu zwingen, indem ich immer wieder mit diesen Zöllen hier drohe, Zölle einführe. Jerome Powell hat ja mehrfach gesagt, dass die Zölle der große Unsicherheitsfaktor sind, der die Realwirtschaft belastet. Dementsprechend liefert er praktisch den Stoff, den die Fed dann verarbeiten muss und möglicherweise mit Zinssenkungen reagieren muss. Heute geht es an den Märkten teilweise ziemlich herb bergab, was den Kassamarkt beim DAX betrifft, etwa knapp 3%. Das ist schon eine Hausnummer, auch bei den US-Indizes geht es nach unten. Wir sehen hier den größten 3-Tages-Verlust seit kurz vor Weihnachten. Damals ging es ja auch ziemlich herb nach unten. Schauen wir uns mal die aktuelle Lage in den Charts an. Was wir hier sehen, das ist der VIX, die Vola auf den S&P 500, respektive die in eingepreiste Erwartung bei S&P 500 Aktien in den nächsten 30 Tagen, wie deren Volatilität sich entwickeln wird. Und hier sehen wir, dass der VIX massiv nach oben gegangen ist, deutlich gestiegen ist, fast schon bei 20. Die Zielzone, die Sven Hendrik von Northman Trader hier schon lange genannt hat, ist erstmal die 25er Marke. Also möglicherweise ist das noch nicht alles, was wir an Abverkauf jetzt gesehen haben. Wir sind kurzfristig ein bisschen überverkauft schon, das ist keine Frage. Aber wir haben eben wichtige Trendlinien nicht durchbrechen können. Wir haben hier diese Formation, auf die Sven Hendrik auch schon lange verwiesen hat, diese Art Trompete hier. Da sind wir genau an dieser oberen Begrenzung abgeprallt und dann hätten wir eigentlich eine Menge Spielraum sogar nach unten. Das wäre sogar tendenziell noch tiefer, als wir im Dezember waren, als dieser herbe Abverkauf ja stattgefunden hat. Und das trifft jetzt Märkte, die doch ziemlich auf der Longseite positioniert sind. Hier sehen wir die sogenannte US Equity Leveraged Bets, also praktisch die gehebelten Positionen, ETFs, aber auch Net Margins auf Aktien, also praktisch gehebelte Aktienkäufe, gehebelt, also Future-Positionen, die auch immer gehebelt sind, weil man weniger Geld hinterlegen muss, als man am Markt bewegt. Und wir sehen, wir sind tiefer als noch im Hoch bei 2018. Als ja die Märkte Party gemacht hatten bis Januar und dann bis September, bevor es dann herbe Abverkäufe gab. Da sind wir etwa 15% derzeit drunter bei den gehebelten Positionen, aber es ist eben doch viel mehr als in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man fast schon sagen. Das geht ja zurück bis 1997. Alle Welt ist also long, dementsprechend könnte das da noch einigen Schmerz eben bereiten, könnten da einige noch gezwungen sein, ihre Long-Positionen hier aufzulösen. Charlie McAligot von Nomura, der ja immer praktisch die Positionierungen von Vermögensverwaltern, von CTAs, also praktisch von amerikanischen Vermögensverwaltern, Asset Managern etc. analysiert, der sagt, die Durchschnittskäufe liegen bei 2960 im S&P und da sind wir jetzt schon deutlich drunter. Das heißt, viele, die gekauft haben,
die sind jetzt wieder im Minus, waren zwischenzeitlich im Plus. Schauen wir uns die Charts dazu mal an. Was wir hier sehen, ist der DAX, der sich jetzt ein bisschen erholen kann. So einen ersten Anschein wieder von positiven Kerzen zeigt, nachdem es, wie gesagt, doch sehr deutlich nach unten gegangen ist. Viel von dem Kassaverlust ist ja dann nachbörslich in Reaktion auf die Zölle schon vorweggenommen worden. Aber klar, was passiert, wenn heute 19.45 Uhr, nochmal gesagt, wenn heute da wirklich die Autozölle kämen, dann wäre das eine ziemlich herbe Geschichte. Vielleicht kommt es nicht, man weiß es nicht, einfach abwarten. Wenn es heißt 1945, dann können Sie bei Trump davon ausgehen, dass es mindestens eine Viertelstunde später ist, weil er natürlich wieder alle auf sich warten lässt. Wie immer schauen wir uns mal eben diesen S&P 500 an, wenn er denn kommt. Aktuell mag er nicht, doch, da ist er. Nee, das ist noch der DAX, da ist er. Da sind wir jetzt bei 2927. 31 sogar. Hier sehen wir also, dass wir jetzt das erste Mal eine Erholung sehen, die Märkte ein bisschen wieder nach oben gehen. Was macht der Nasdaq? Der hält sich hier ähnlich wie der S&P 500, 7691 Aktien von Apple unter Druck, Amazon unter Druck. Also diese technologischen Dickfische, die sehr, sehr gut gelaufen sind, um es mal vorsichtig zu formulieren, die sind heute der Verlierer, die Fang-Aktien im weiteren Sinne. Wir sehen den Dow Jones bei 26.429. Wir waren schon in Richtung 26.200 unterwegs, sind doch schon ein bisschen entfernt von der gestrigen Euphorie bei über 27.000 Punkten, als die Märkte die schlechten ISM-Daten gefeiert hatten und gesagt hatten, ja, wenn die Daten schlecht sind, dann muss die Fed agieren. Ob sie das wirklich tut und was die Inflation macht, das ist eben die große Unbekannte. Wir sehen, dass der Euro sich erholen kann über der 1,11er-Marke, sehen, dass auch Gold jetzt sich zumindest in diesen luftigen Höhen hält nach der Proklamation der Zölle. Das hat Gold wirklich mal eben $45 nach oben gebracht. Und der Crude-Preis, der erholt sich so ein bisschen wackelig, zappelig, könnte man sagen. Aktuell $55. Und 56. Das ist also die Gemengelage. Wird Trump es schaffen, die Fed in diese Richtung zu drängen? Sagt sich Trump vielleicht, naja, lieber machen wir jetzt einen Abverkauf, nochmal im Sommer 2019, um dann plötzlich gute Nachrichten zu verkünden. Oh, es gibt doch einen Deal. Die Zinsen sind inzwischen bei Null, weil die Fed auf die Trump'sche Politik reagiert. Und dann feiern alle wieder und Trump sichert seine Wiederwahl. Das ist die große Frage. Ich hatte heute in dem Seminar hier in Hamburg thematisiert, dass die Wahlen 2020 ein großes Problem sein könnten für die Märkte, wenn Trump sie verliert. Denn Trump ist sozusagen derjenige, der immer die Zuckerstücke an die Wall Street verteilt. Die Demokraten würden das vielleicht anders machen und denken unter anderem zum Beispiel, indem Buybacks eingeschränkt werden oder steuerlich nicht mehr begünstigt werden, also Aktienrückkäufe. Das sind Risikofaktoren, die dann im nächsten Jahr auftreten. Aber möglicherweise stehen wir jetzt vor einer korrektiven Phase erstmal im Sommer. Der August zählt ja nicht gerade zu den besten Monaten. Ich hatte es gestern schon gesagt, es ist der schlechteste Monat des Jahres für die US-Indizes. Und manchmal knallt es da richtig, wie im Jahr 2011 und dann 2015 zuletzt, als da die Panik über China war. Jetzt haben wir die Panik über Zölle. Und diese Panik ist nicht ganz ungerechtfertigt, wenn diese ganze Eskalation weitergeht. Ich wünsche jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende Ihnen und sage ciao, hoffentlich bis Montag. Bis dann, die Charts von Capital.com, by the way. Bis dann, ciao.